So, ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim DVB St. Michael für die Nominierung. Als Filmemacher hat man natürlich alle Möglichkeiten. Konnte jetzt da ins Wohnzimmer einen netten Pool einbasteln und da hinten gleich einen Griller dazu. Und ist egal, ob das Wasser blau ist oder grün. Aber das machen wir nie. Wir machen das ganz traditionell. Ja, und das Bohren ist natürlich eine Sache der Einstellung, der richtigen Einstellungsgröße nämlich. Also irgendwie, glaube ich, haben wir die Pool-Challenge bravourös gemeistert, oder? So, und jetzt kommen wir mal zum Positivsten von der Challenge, und zwar die Spende für den guten Zweck. Und das geht bei uns natürlich, weil wir vom Film sind, total schnell und direkt. Aha. Was kommt denn da einer geflattert? Wow! Hey, lässig! Das bringt mich auf eine Idee. Letzte Woche war eh eine Dame da, eine junge Familie, die hat voll die Freude mit dieser Spende. Vielen Dank. Ja, bitte. So, und jetzt dürfen wir auch drei nominieren. Wir haben uns gedacht, als erstes nominieren wir einen Geschäftspartner und es ist RDS Salzburg. Lieber Sepp, du wirst das sicher locker machen. Als zweites nominieren wir Stefan Ritzer mit seiner Metallwerkstatt. Und als drittes nominieren wir die Vereinigten zu Damsweg. Also alle Altkommissäre und Kommissäre, die sollten das auch machen. Und ihr wisst, ihr habt 10 Tage Zeit. Ansonsten ist ein Jausen an uns fällig. Aber dadurch, dass wir nur zwei Leute sind, ist das ein bisschen lächerlich, ein Jausen für zwei Leute. Also haben wir uns was einfallen lassen. Und wir spenden unser Jausen. Schaust du mal, ob die da sind und ob die Jausen wollen? Seid ihr damit einverstanden? So, also ihr wisst, eine gesunde Jause für 120 Kinder, wenn ihr es nie macht, aber ich bin sehr zuversichtlich und mein Schatz auch, dass ihr die Grillbull Challenge locker meistern werdet.